So, moin, mein lieben Vlogger. Die 14 Tage sind rum. Ich glaube sogar 14,5 Tage sind rum. Und jetzt wird es Zeit für die Auflösung. Ich zeige euch mal, wie weit ich runterkomme. Ich gehe mal wieder an dieselbe Position wie letztes Mal. Und jetzt werden wir mal gucken, wie weit ich hier runterkomme. Okay, also man sieht's. Ich hoffe, man hat's gesehen. Ich komme schon ein ganzes Stück weiter runter. Man muss dazu sagen, ich habe aber auch heute Nachmittag mich schon mal gedehnt. Und generell habe ich gemerkt, ja, es macht Sinn. Also wenn du dich über den Tag dehnst oder wenn du dich eine Zeit lang dehnst, wenn ich mir jetzt 10 Minuten noch dehnen würde, würde ich wahrscheinlich sogar bis ganz runterkommen. Aber was zählt, was man halt kontinuierlich merkt, ist der Langzeiteffekt, so ungefähr das Level. Man sieht jetzt schon, dass ich schon ungefähr, also auf jeden Fall schon ein Stückchen weiter runterkomme. Ich glaube, jetzt bin ich vielleicht so viel weiter runtergekommen als letztes Mal. Letztes Mal war ich aber nicht aufgewärmt, von daher würde ich sagen, also jetzt auch nicht aufgewärmt, ich habe vorhin zumindest was gemacht. Ich würde sagen, vielleicht habe ich so ein Stückchen geschafft. So aus meiner Erfahrung über den als Mittelwert ich kann auch gar nicht reden, ne? Als Mittelwert über den Tag verteilt oder über die ganzen Tage würde ich sagen, dass ich so viel vielleicht geschafft habe. Und ja, ich mache es auf jeden Fall weiter. 14 Tage reichen auf jeden Fall nicht aus, um jetzt so den ultra krassen Effekt zu haben. Und man merkt auf jeden Fall schon richtig schnell was. Und ich werde auf jeden Fall weitermachen. Ich habe jetzt angefangen, mich einmal hier so zu dehnen, die Dehnung auf jeden Fall zu machen. Dann auch mit breiten Beinen, dann auch nach vorne, also anfangen in die Brücke. Das hilft vor allem, wenn man viel sitzt an der Arbeit und so. Wenn man dann hier das hier dehnt, ist das genau die Gegenbewegung, beziehungsweise wenn man halt sitzt, dann verkürzt sich das hier alles und dem wirkt man entgegen und dann kriegt man keine Rückenschmerzen. Ich habe auch zum Glück keine Rückenschmerzen. Aber ich mache es trotzdem schon mal vorbeugend und ich finde es einfach gut, wenn man sich dehnt. Mein Bruder hat das auch erzählt, der macht ja auch gerade die Challenge mit und es ist einfach ein richtig geiles Gefühl, wenn du dich dehnst. Es ist einfach ein, keine Ahnung, man fühlt sich einfach gut und deshalb mache ich es weiter. Und es ist auf jeden Fall gesund, wenn man das im gesunden Maß macht. Meine Stimme ist ein bisschen weg, ich habe keine Ahnung warum. Ich glaube, weil ich den ganzen Tag nicht so viel geredet habe. Und ja, abgevloggt. Ich werde jetzt noch einen Smoothie trinken und eine Serie gucken.